Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute mal meine kleine Ausbeute zeigen von der Kreativwelt 2017. Ich habe diesmal wenig Fotos gemacht und nichts gefilmt, habe einfach nur geshoppt. Ich packe das jetzt mal alles zur Seite, damit ich euch das nacheinander zeigen kann. Das gehört da gar nicht hin. So, war diesmal wirklich relativ wenig Papier für meine Verhältnisse. So. Gab unheimlich viele Stände, wo man ein 12x12 Papier für 50 Cent bekommen hat. Ich habe, glaube ich, alle diese Losen habe ich alle für 50 Cent gekauft an verschiedenen Ständen. Das fand ich besonders toll, wenn man da sich so ein bisschen rausschneiden kann. Habe ich komischerweise nur einmal mitgenommen. Ich wurde auf der Messe angesteckt, nicht so viel zu kaufen. Die fand ich total toll. Das soll eigentlich... Also das sollen eigentlich diese Babyrasseln sein, aber für mich sind das Blumen und die sind so ein bisschen erhaben. Gerade für ein Album finde ich das super. Da habe ich auch was vor mit einem Mini-Album. Das ist hier vorne so eine Uhr, das kann man fürs Cover nehmen und das so für innen drin. Fand ich gar nicht so schlecht. Dann so ein holographisches. Alle für 50 Cent. Also egal jetzt, ob es Gold drauf war oder nicht. Das ist eins mit Kraftpapier und Gold. Das fand ich auch besonders schön. Kann man auch wieder ausschneiden. Ich dachte, mache ich mal so ein Alice-Album. Hier, das ist ein bisschen mit Samt. Das ist dann einseitig bedruckt. Aber wirklich eine richtig schöne Farbkombi. Sowas kann man immer haben. So, dann habe ich mir so ein Acetat, so ein bedrucktes Acetat geholt. Vielleicht so Zwischenseiten für die Mini-Alben machen. Das habe ich zweimal. Das ist auch so ein Velumpapier. Durchscheinend. Das sieht man jetzt, glaube ich, am besten, wenn ich das so mache. Genau. Das muss man natürlich zweimal mit. Das kann man auch gut für Karten verwenden. Und so, das ist jetzt nur eine Verpackung. Das wollte ich für so eine Dome Front Card. Und zwar mit dem zusammen. Bin ich mal gespannt. Ich habe schon eine gemacht. Für das Design Team. Die kommt aber erst am Dienstag online. Und ich möchte auch gerne ein Video dazu machen. Und da habe ich mir gedacht, dass die zwei Sachen perfekt dazu passen würden. So, dann bin ich natürlich auch bei Faltkarten hängen geblieben, weil ich habe noch Projekte offen, wo ich dieses Weihnachtsrot und Weihnachtsgrün habe. Und da brauchte ich nochmal was. Und habe mir dann noch Schwarz und A4 und 12x12 mitgenommen. Und die hatten Keramikpapier. Ich mache das gerade mal auf. Ihr werdet das zwar nicht sehen können, aber eine unheimlich glatte Struktur und ich wollte es nachher mal probieren. Das soll besonders für die Stempelabdrücke sein. Also ich muss das mal probieren, aber die Oberfläche ist wirklich der Hammer. Also ich weiß noch gar nicht, für was ich das verwende. Das habe ich gleich
dreimal mitgenommen. So, jetzt bin ich doch tatsächlich hier schief geworden. So, dann gab es an einem Stand, ich weiß natürlich überhaupt nicht mehr, wo das alles war, diese drei Sorten, jetzt kann ich euch mal ein bisschen näher ranholen. An dem Stand gab es diese drei verschiedenen Sorten Tacky Glue, Fast, Quick und irgendwas anderes. Wenn man drei Stück gekauft hat, waren es glaube ich 10 Euro. Ja, genau, wenn man drei Stück gekauft hat, kam es 10 Euro und eine Flasche kam 4 Euro. Und ich habe mir das dann geteilt. Ich habe eine Flasche genommen und ja, die, mit der ich war, meine Action-Dealerin, die hat die anderen zwei genommen und somit kam ich auf 3,40 Euro pro Flasche. Ich werde das mal ausprobieren, ich hatte die noch nie. Und zum Probieren ist sowas immer sehr gut. Dann wollte ich auch mal dieses Glossy Essence ausprobieren. Kam die kleine Flasche 3,95 und diese große 6,95. Wir haben uns natürlich für die große entschieden. Die hatten relativ wenig Stände. Also die haben wir dann letztendlich, glaube ich, bei der... ich weiß gar nicht mehr, wie der Stand hieß. Jedenfalls haben wir das nur wirklich an diesem Stand gesehen, weil wir haben die ganze Zeit auch da Ausschau gehalten. So, Ideen mit Herz. Glaube ich, war das alles. Und das. Da habe ich mir nochmal einen Bossam-Stempelkissen geholt, weil ich nicht mehr weiß, wie gut meins ist. Und ich habe nur so ein kleines, so ein ganz, ganz kleines. Und ja, fand ich für 2,50 Euro sehr gut. Dann habe ich mir ein Falzbein mitgenommen. Erst wollte ich zwei Stück mitnehmen. Dann habe ich mir gedacht, nimm mal lieber eins, weil das ist doch vorne relativ dick. Jetzt wollte ich es mal auspacken und euch zeigen. Also es ist vorne doch relativ dick, fast so wie zwei Falzknochen. Da muss ich nochmal gucken, ob das funktioniert. Ansonsten habe ich was zum Glattstreichen. Das ist schön groß. Muss man mal gucken. Dann habe ich mir diese Plastikkugeln mitgenommen. 8 cm am Durchmesser. Da wollte ich Karten mitmachen, wo dann so ein kleines Weihnachtsdorf im Hintergrund zu sehen ist. Wie ich das auf der Karte dann letztendlich befestige, weiß ich noch nicht. Und da habe ich mich ein bisschen anstecken lassen. Fand das perfekt für so Weihnachtskarten jetzt im Moment, weil das auch perfekt zu meinem Grün passt, was ich die ganze Zeit verwende. Und ja, die sehen richtig, richtig schön aus. Und hier oben so ein bisschen mit Gold. Und sind wirklich sehr viele Perlen drauf. Dann habe ich endlich bekommen. Ich weiß, die gibt es auch beim Action, aber ich habe die da noch nie gesehen. So Holzscheiben, die möchte ich gern für kleine Tannenbäume haben, die ich aus Papier mache. Und das habe ich an so einem holländischen Stand gekauft für 1,50 Euro. Dann muss natürlich immer mit einmal Powertape in 3 mm. Und beim VBS habe ich nur eine Sache gekauft diesmal. Das ist echt wenig. Und zwar steht da nicht mal drauf. Doch. 25 Meter. Und ich glaube, das sind 6 mm.
Da habe ich mir das gekauft für 2 Euro. Und da kam, hat man eine Tüte mitgekriegt, da war Müsli-Riegel drin, da war noch versandkostenfrei bestellen drin und da war noch ein Kugelschreiber drin. Also eigentlich habe ich dafür nichts bezahlt. Kann man sagen. So, dann habe ich endlich, ich wollte ja wirklich bis zur Messe damit warten, weil ich eigentlich auch dachte, es gibt einen Stand, wo das vorgeführt wird. Aber ja, am Donnerstag war wirklich relativ wenig so Vorführmäßiges dabei. Ich habe die 4 Farben genommen, Salty Ocean, Peacock Feather, also Federn, ja, Korall und so ein Grauschwarz. 5,50 war jetzt das günstigste, was ich gesehen habe auf der Messe. Die habe ich aber trotz allem gleich am Anfang bei La Planche gekauft. Das sind so erstmal die 4 Farben, die ich haben wollte. Mit denen auch so ein kleiner Galaxy-Hintergrund möglich ist. Ja. Irgendwann kommt dann nochmal so vielleicht eine gelbe Farbe dazu. Mal gucken. Orange. Alles nach und nach. Dann habe ich noch geholt Stempel. Die haben wir bei der Kreativwerkstatt geholt, glaube ich. Ja, jedenfalls sind es, ja genau, Kreativwerkstatt. Und das sind alles Stempel von Ursula Langhammer. Da habe ich einmal geholt O du Fröhliche. Dann so ein Weihnachtselement. So was in Größe habe ich schon länger gesucht. Dann fand ich die total witzig. Mit so Sprüchen. Aschenputtel ist der beste Beweis dafür, dass ein neues Paar Schuhe dein Leben verändern kann. Witzig, kann man gut für Karten nutzen. Und so etwas größere Weihnachtssprüche habe ich auch noch nicht. Das ist dann besinnliche Weihnachtstage und ein glückliches neues Jahr oder schöne Weihnachten und so ein Stern. Ja. Und dann habe ich noch geholt Merry Christmas. Stanze, die das prägt und stanzt, habe ich für 2 Euro geholt. So, das war es jetzt von der Kreativmesse, genau. Und dann habe ich noch beim Tiger mir einmal einen Aquarellmalblock geholt. Da wollte ich mal ein bisschen was probieren. Und da habe ich gedacht, nehme ich mal eher so einen günstigen mit vom Tiger und wenn ich später mehr mache, kann ich immer noch gucken. So, dann habe ich geholt. Das habe ich über Amazon geholt. Ich mache jetzt noch ein bisschen vermehrt Mini-Alben. Und habe mir da 160 Gramm Papier in Schwarz geholt. Und das ist wirklich richtig, richtig super. Euch den Link gerne dann mal in die Infobox setzen. Also gerade auch für mein Vorhaben mit der Stanzensortierung. Wirklich super stabil und ein richtig schönes Schwarz, also richtig tiefschwarz. Und da merkt man richtig die 160 Gramm. Das Ganze kam, glaube ich, 12 Euro. 250 Blatt, da kann man echt nichts sagen. Wie gesagt, den Link setze ich euch dann in die Infobox. Die ganze Verpackung ist auch noch wieder verschließbar, das heißt, es staubt euch nicht ein. So, und wenn ich schon dabei bin, dann kann ich auch die neuen Actionblöcke noch zeigen, die bei mir eingezogen sind. Von meiner weltbesten Action-Dealerin. So, das ist einmal der Block, das, so, ich gehe mal im Schnelldurchlauf durch, das sind so kleine glitzernde Rehe, Hirsche, also ich schätze mal, dass die Blöcke eh jetzt schon, dass es die schon länger gibt.
Hier in Frankfurt ist es immer echt schwierig, an das Zeug zu kommen, weil wir nicht so viel davon bekommen. Das sind Herbstblöcke. Da habe ich jetzt so viel geordert, die werde ich wahrscheinlich erst im nächsten Jahr brauchen. Wo ich diese hier hinlegen soll, weiß ich auch noch nicht, weil meine Papierschubladen sind voll. Das ist auch richtig schön. Kann man auch jetzt nutzen. Das ist vielleicht toll für den Hintergrund, wenn man was Ausgestanztes hat, das dahinter zu legen. Das kann man auch jetzt schön für Weihnachten auch nutzen. So, das ist jetzt nicht der gleiche Block, aber etwas ähnlich. Ist richtig schön von der Farbkombi her, finde ich. Super. Kann man auch gut hinterlegen. Und was Ausgestanztes drüber. Dann kommt was mit Dreamcatcher. Also viel mit Federn auch. Ist auch super schön. Das ist auch einer der Blöcke. Ich mag einfach die Farbkombi. Schwarz, rosa und grau. Der ist auch wieder glitzernd. Mit Gold und Silber hinterlegt. Den einen Herzblock habe ich zweimal. Dann dieser hier. Ob das ein Herzblock ist? Das ist eher so früher, finde ich. Ist auch super schön. Zurzeit wirklich echt schöne Blöcke. So, und dann hier wieder mit Silber hinterlegt. Ist wirklich sehr edel. Dann habe ich euch noch mal ein bisschen was von Action gezeigt. Normalerweise nehme ich da immer diese Magnetbänder mit für 49 Cent, damit ich meine ganzen Stanzen archivieren kann. Die waren bei denen auch dabei, aber das zeige ich euch jetzt nicht, die habe ich euch ja schon öfter gezeigt. So, und das war's jetzt. Ich bin gerade an einem Mini-Album dran, in Sternform. Und da musste man echt viel, viel vorbereiten. Und da bin ich jetzt gerade fertig und mal gucken, ob ich jetzt das Video schon drehen kann. Und euch wünsche ich jetzt noch einen schönen Tag. Tschüss!